Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 der diesjährigen BreSCO Wingman Masters, dem Wingman-Turnier für Silber- und Goldspieler. In der ersten Folge haben wir die Gruppenphase ausgespielt. Dort mussten zwei Gruppen bereits die Hälfte der Teams ausscheiden. Das Team Der Hohe Rat hat die Gruppe A ohne größere Probleme gewinnen können, denn die beiden haben auf ihrem Weg zum Gruppensieg nur 4 Runden verloren und das bisher einzige 9:0 des Turniers zustande bringen können. Auch ihre Gegner im ersten Halbfinale hätten fast den Gruppensieg in Gruppe B erringen können, doch in einem Krimi von Gruppenfinale haben die 20er Nuggets eine 7:2-Führung aus der Hand gegeben und mussten so den Umweg über das Lower Bracket nehmen. Stattdessen gewann mit dem Team Tredo einer der beiden Sieger aus dem letzten Jahr die Gruppe B und spielt im zweiten Halbfinale jetzt, könnte es schöner sein, gegen den anderen letztjährigen Sieger Team Pinkhund, die Zweiter in der Gruppe A geworden sind. Doch jetzt trennen uns noch 3 Best-of-3-Matches von dem Wissen, wer dieses Turnier gewonnen hat und wie ihr sehen könnt, bin ich auch schon ziemlich gut drauf gehypt, auch wenn mein Castingpartner leider spontan weg muss. Guten Tag, ihr seht, mein linker Platz ist frei. Max musste leider weg, persönlicher Notfall so ein bisschen. Dementsprechend mache ich das jetzt hier noch alleine für die Playoffs. Wir haben jetzt gleich Der Hohe Rat gegen 20er Nuggets. Der Hohe Rat hat, wenn wir das nur kurz im Bracket A anschauen, einen ziemlichen Run gehabt. Erstmal bei Dick und Doof 9 und drüber gefahren und dann auch Pinkhund, das ist ja immerhin die Champions aus dem letzten Jahr, auch mit 9:4 geschlagen. Also schon kann man schon fast von einem Favoriten reden hier. Währenddessen kommt 20er Nuggets aus der Gruppe B, hat da als Heilige Sohne besiegt, ist dann im Finale in einem absolut spannenden Gruppenfinale gegen Tredo gescheitert. Danach übers Lower Final weiter. Das wäre unser erstes Match hier. Und wenn wir uns das zweite Match einmal anschauen, das ist Tredo gegen Pinkhund. Und kann es eigentlich poetischer sein? Ich glaube es nicht. Also Tredo, Pinkhund, das Finale aus dem letzten Jahr, das Finale, was ewig ging, das Finale mit Stress, das Finale, wo es nachher ein Remis gab, wo wir ein falsches Veto hatten einmal. Und also komplett krass, dass wir das jetzt wieder haben. Ich hoffe, die Jungs freuen sich auch auf dieses Rematch und werden richtig dick reinschwitzen. Wir haben bis auf 3. Das heißt, Team A-Band, Team B-Band, Team A pickt, Team B pickt. Team B pickt Startseite auf Map 1, Team A pickt Startseite auf Map 2. Team A-Band, Team B-Band, die Seite bleibt über. Und, wie sie ja schon im Interview gesagt hatten, der Hohe Rat pickt Short Dust als deren Prime-Map, als deren Hauptmap, Lieblingsmap, wo sie auch schon Pinkhund ziemlich gut überfahren haben. Map 1, Short Dust, Map 2, Lake und als Decider Inferno. Das Ding kann nach Lake komplett vorbei sein oder wir sehen es auf dem Decider wieder. 20er Nuggets starten auf T-Side. Es ist der Pick von dem Hohen Rat. Und wir werden sehen, was sie auf ihrem Pick anrichten können. Grüße an die Jungs, ich grüße wieder zurück. Und Jan kriegt schon mal den ersten Pack mit der Patrickson. Und man wird gelegt. Oh, und Jan, der Mann hat richtig Bock. Und damit steht es 1:0, Pistol geht an 20er Nuggets. Luca kauft wieder die Nova. Wird sie wahrscheinlich gleich irgendwo hinstecken. Jan ist irgendwie so ein MP5-Fan, der kauft die sehr gerne. Kann ich nicht verstehen, aber er macht der Fraxel mit und damit ist es völlig am Win. Und Luca schrotet Sir Patrickson einfach weg. Gar keine Chance. Cracker wiederum hat eine gute Flash geworfen, Flash Luca und kriegt damit Luca mit der UMP. Jetzt ist es MP5 gegen UMP. Cracker ist so ein bisschen in Short drin, es kommt jetzt einfach aufs Timing an. Und Jan hat gutes Corsair Placement, gute Awareness und macht Cracker weg. 2:0 für Team 20er Nuggets. Okay, habe ich ihn vertan. 20er Nuggets will ich kaufen. Und Luca macht mal direkt zur Patrick mit der AWP weg. Und seinen eigenen Mate mit der AWP weg. Schade. Ah, oh, du bist davor gerannt! Läuft Jan genau vor Lukas Scope. Sehr unlucky. Jetzt ist es natürlich ein 1 gegen 2. Das wäre sehr über den Weg dieses Wasserplatz. Und Cracker macht tatsächlich Luca weg. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Eieieiei. Eieieiei. Da. Jan ist gebrochen. Muss man einfach weiterspielen jetzt. Ist leichter gesagt als getan. Cracker hat jetzt die AWP von Luca natürlich. Das ist. Ah, alles schmerzhaft. Die Runde sah sehr gut aus für den Anfang. Aber. Die Smoke kommt ein bisschen zu spät. Der Hohe Rat spielt das clever. Pushen nicht. Die wissen, der Bremus planten. Der hat die Bombe wahrscheinlich. Oh, der Timing. Das Timing ist gottlos, aber er kann es leider nicht nutzen. Und jetzt pusht er wahrscheinlich da rein. Beide aber mittlerweile in der Mitte. Aber es hat auch gerade keiner auf dem Schirm. Aber er pusht wieder von da rein. Kriegt den ersten. Und der zweite immer noch mit AWP mit Spawn. Misst den Shot aber. Und jetzt hat Jan natürlich die Chance zu spammen. Springt aber und wird dadurch über die Kiste geflickt. Eieiei, schade. Boah. Junge. Ich bin gespannt, ob ich 20 Jahre lang mit ihrem Pick nicht so ein bisschen verkalkuliert haben. Denn wir haben der Hohe Rat noch nie auf Lake gesehen. Lake ist in der Map halt, wenn die das kann, da ist halt schon heavy. Aber wir müssen es, wir werden es gleich sehen. Aber erstmal ist natürlich jetzt gerade Shotter dabei. Jan kriegt einen guten Timing auf Cracker. Denkt aber nicht, dass Safetix in seiner Ecke ist. Es ist Luca von außen. Die Bombe ist leider auf dem Spot. Das heißt,
Sir Patrick kann die jetzt bewachen. Ich muss lieber mit der AWP von außen reinkommen. Er checkt, also er denkt aber nicht, dass er von da kommt. Er wird es wahrscheinlich gleich halten. Aber jetzt gerade hat Luca mit dem sehr stark gespielt. 5 zu 3 damit. Alles noch möglich. Es ist Short Dust. Pistol Round, ganz standardmäßig. Wir haben keinen Kevlar bei den Tees. Also da würde Nate sehr effektiv sein. Aber dafür Nates natürlich. Und die würden da jetzt auch stark genutzt. Jan ist aber natürlich mit der P2000 und ist jetzt im Clutch ohne Kit. Das wird schon schwierig. Kann er natürlich schaffen. Wenn jetzt Timo Roth einen Fehler macht zum Beispiel und Peak zum Beispiel. Hat schon einen guten Riecher, aber das ist schon sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, keine Chance. Wir sind die einfach zu solide für der hohe Rat. Die Nuggets brauchen ein bisschen an Sporen. Ich weiß nicht, was die machen. Natürlich jetzt, damit hat jetzt der hohe Rat komplett den Spot eingenommen. Ich bin komplett auf Retake. Das ist auch eine Taktik. Das war alles eine Taktik, ganz bestimmt. Bombe ist aber noch nicht gelegt. Also, die wird es wahrscheinlich jetzt down gehen. Luca auch nur mit der haben für Jan die Hero M4 gekauft. Und mit Utility. Jan kriegt aber Cracker. Jan hat auch ein Kit. Das ist machbar. 2 gegen 3. Jan fällt jetzt. Es ist nur noch Luca mit der USP. Jetzt wird knapp. Luca müsste eigentlich das Zeug von Jan aufpicken. Hat zumindest das Kit gepickt. Könnte also durch Ninja. Jus, geht nicht dahin. Push den doch nicht. Never. Patrick! Der könnte sticken. Ist der Stick? Der Stick? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga. Ninja Diffuse. Jawohl. Was für Eier hat der denn? 8 zu 4. Damit die Runde. Das war ein Map-entscheidender Ninja Diffuse. Also, wenn der nicht durchgegangen, hätten sie halt verloren. Wenn der durchgeht, haben sie noch 4 weitere Chancen zu verlieren. Jetzt aber die Negev bei Jan und die P90 bei Luca. Luca macht doch direkt erst mit der P90. Und Sir Patrick. Boah. Alter, 1 gegen 1 gegen die Acker. Okay. Wird dann auch geholt. Damit Map Nummer 1, Short Dust, geht an den Hohen Rat, die es auch gepickt haben. Jetzt geht es eigentlich auf den Pick von 20er Nuggets. Das wäre Lake. Das könnte jetzt ein 2-0 werden, aber es könnte auch ein 1-1 werden. Und damit würden wir auf den Decider gehen. Das wäre Inferno. Eine sehr, sehr gute Map für Luca und Jan. Wo ich mich auch so ein bisschen wundere, dass die sie nicht gepickt, dass es nicht ihr Pick war. Aber wahrscheinlich dachten sie, dass der hohe Rat ziemlich gut auf Inferno ist. Es geht einfach los mit der zweiten Map. Wenn jetzt der hohe Rat diese Map gewinnt, sind sie im Finale, im Grand-Final der Bresco Master 2023. Oder im 20er Nuggets macht es noch ein bisschen schwerer und bringt sie auf die Zeit der Entfernung. Luca fällt da, die Bombe fällt ins Haus. Ich glaube, ich sogar in die Kellertreppe runter. Das ist natürlich ziemlich übel. Aber Jan kann ja jetzt den ersten Reflex setzen. Bombe ist natürlich trotzdem noch unten im Keller. Boah, Sir Patrick hat natürlich den Engel. Spielt natürlich nicht dumm. Boah, und Jan sprayt dann mit der Glock. Pass schafft es nicht ganz, aber Sir Patrick macht dann einfach Jan mit der USP in den Kopf. Und damit geht die Pistol Round auf Lake an den Hohen Rat. Der kauft jetzt auf jeden Fall P90. Währenddessen die Deagle Van und die Scott bei Luca. Wir haben die jetzt wahrscheinlich komplett auf einen schönen Early Entry. Ah, nee. Boah, der macht aber gut Damage. 60 Damage. Damit reicht ein Scout von Luke auf jeden Fall schon mal aus, um den komplett runterzubringen. Boah. Fliegt er irgendwie nach unten. Das ist Luca mit der Scout. Cracker könnte er sogar ganz gut bekommen. Vor allem, weil er jetzt da in dem Engel auch ist. Aber da hat er einen Scout, aber er ist cool. Patrickson mit der P90 und sprayt da einfach und macht einen Headshot WTF. Und Luca wieder an der Nova. Gucken, wenn er diesmal umschroten wird. Jan mit der AK. Scoutet da ein paar Leute crossen. Und Luke hat das Spray drauf. Jan hat den Spray drauf. Sir Patrick ist tot, das ist besser von. Und Cracker steht in so einer dösigen One-Way-Smoke drin. Und kann deswegen Jan töten. Kann aber nicht zur AK, weil die Mikrowelle da im Weg ist. Da bin ich auch schon mal stehen geblieben. Patrickson unten im Keller. Luca pusht jetzt aber mit der AWP ganz langsam durch Wasser. Patrickson ist auf dem Stimm. Patrick hat das auf dem Stimm. Genau in diesem Spot. Die scheinen auch keine Lake. Und der weiß auch genau, wo er stehen muss, dass er von Treppe nicht gesehen wird. Okay, die scheinen Lake auf jeden Fall zu kennen. Aber Jan ist da auch. Luca hat schön gebaitet und jetzt ist Jan da. Kann den Frag machen, also Patrickson. Smoke liegt, Bombe kann jetzt halt gelegt werden, wenn nicht reingespellt wird. Cracker ist nämlich oben. Das ist jetzt bekannt auf jeden Fall. Kriegt Jan. Und kriegt auch Luca. Das ist ja gottlos, Alter.
kriegt auch Luke einfach durch die Smoke ein bisschen Glack natürlich, aber auch Luck, also Glück ist, es braucht auch Skill, dieses Glück nutzen zu können. Und dementsprechend 5:0. Das war eine Runde, die auf jeden Fall hätte klappen können, aber Cracker lag da ein bisschen durch die Smoke, Luke, und damit ist es das 5:0 für Team der Hohe Rat. Alter, okay, Jan löscht mal kurz der Patrickson vom Server. Der hat noch nicht aufgegeben, auf jeden Fall. Und Jan geht auch in den Keller rein und macht Cracker. Die erste Runde für 20er Nuggets. Ganz solide. Und Jan übrigens auch immer noch auf einer 103er ADR. Obwohl sie 5:1 zurückliegen. Team 20er Nuggets spielt das sehr langsam. Aber auch vorsichtig. Das macht auch wohl Sinn. Das sind nämlich gefährliche Gegner auf jeden Fall. Luca hat so ein bisschen den Blick rein, aber sieht natürlich Cracker nicht da oben, wie er da so halb hinter der Pflanze steht. Das sind schon ziemlich ekelhafte Spots. Genauso wie Sir Patrick's hinter der Tür. Das sind absolut gottlose Spots. Aber sieht er das Model? Wie wir das im Stream jetzt gesehen haben? Ich glaube es scheinbar nicht. Doch, sehr gut. Waffe hat durch die Tür geguckt. Dementsprechend macht der einen Frag. Jetzt ist es nur noch Cracker da oben in diesem ganzen weirden Spot. Der wurde auch nicht mehr gedrückt. Ich habe es gesehen. Macht Luca. Er kriegt keinen Schaden dabei. Jetzt ist es das Duell Young gegen Cracker. Pusht aber einfach raus. Aber die Pistole reicht dann nicht. 8 HP sind es in the end, 6:1. Oh, sind das unglückliche Runden. Jetzt müssen wir schauen, ob vielleicht 20er Nuggets das Comeback schafft. Aber es wäre schon sehr, sehr krass. Dafür muss die Pistole aber auf jeden Fall gewonnen werden. Jan ist mal komplett müde gemacht, aber wirklich gar kein Damage, der ist schade. Luca fällt schon mal bis zu 50 und Jan fällt auch. Schade. Hättet ihr da direkt einen Pick gemacht an der Tür, wäre es natürlich einfacher gewesen. Aber, naja, er hat nicht funktioniert und dementsprechend ist es 8:1. Entscheidungsrunde, sollte der Hohe Rat diese Runde gewinnen, sind sie im Finale. Auf jeden Fall hat jetzt aber der 20er Nuggets sehr, sehr viel Druck, weil sie müssen jetzt 7 Runden in der Runde gewinnen. Und Luca macht auch nicht ganz, weil die Nova durch das Fenster nicht gebremst wird. Es ist Jan mit der Scout, aber Sir Patrick ist auch schon sehr low. Macht den No-Scope, so viel Style hat er dann noch und kann die Bombe defusen. Damit ist der DP 90 bei Sir Patrickson. Cracker wieder mit der AK, der hittet heute wirklich alles. Lukas da einfach, wird aber einfach umgerannt, weil er einfach zottig hit. Und dann ist es wieder Jan mit der Scout. Natürlich einen ganz ekelhaften Spot, den werden die nicht erwarten, aber es ist trotzdem schwer, da Sachen zu hitten. Mit diesem Spot. Weil es halt schon so eine Art Pixel-Spot ist. Er ist im Double-Zoom. Und die gehen auch gar nicht bis dahin. Das tut natürlich richtig weh. 1-2, Match entscheidend für das erste Halbfinale. Wenn Jan das schafft, och, schade, dann geht es erstmal weiter. Aber sonst hat der Hohe Rat dieses Halbfinale gewonnen. Da war Sir Patrick sogar noch sehr low. Aber damit geht das erste Halbfinale der Bresco Bingo Masters dieses Jahr an den Hohen Rat und die 20er Nuggets sind leider raus. Und ich würde sagen, wir machen noch so ein kleines Interview mit denen. Hi, 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 Jungs. Hört ihr mich? Ach ja. Ja. Okay. Ja, was war los auf Lake? Ein bisschen Unluck, ein bisschen Pech gehabt auf jeden Fall. Das Spiel fuckt mich ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, als ich oben rausgesprungen bin mit der Arve. Nee. Auf ihn schieß und der Shot einfach nicht hittet. Was ich gesehen habe, war auf Shot, das, wo der Shot nicht gehittet hat. Das war wirklich weird. Ja. Da, ab dem Moment habe ich mir gedacht, ich wechsle wieder zu Valorant. Ist schade, aber ihr seid willkommen, ihr seid ins Halbfinale gekommen. Wäre natürlich geil gewesen, die Chance auf Rematch gegen Tredo, aber gab's dann nicht. Ja, aber die waren schon echt gut. Ja. Verdient im Finale. GG auf jeden Fall. Die waren einfach besser als wir. Sehr fair, sehr fair. Ja, habt ihr so irgendwas zu sagen? Nee. Nee. Mackes macht die Nuggets wieder teurer. Die sind zu billig momentan, geht nicht. Okay. Alles klar. Dann danke fürs Teilnehmen. Wir hören uns auf jeden Fall bestimmt nochmal. Und schönen Abend noch. Ciao. Und das Match, das wir uns jetzt anschauen, ist das Rematch des Finales vom letzten Jahr. Wir haben schon wieder Short Dust und Lake. Okay. Also Tredo pickt Short Dust. Pinghund pickt Lake. Bin sehr gespannt, was da als Insider rauskommt. Ich könnte mir fast wieder Inferno vorstellen. Es wird Overpass als Insider. Sehr cool. Cool, in der Pool mit Short Dust und Lake haben wir gerade schon gesehen. Short Dust sehe ich equal ziemlich von beiden Teams. Letztes Mal hat das Tredo gewonnen. Das war ja auch im Finale vom letzten Jahr tatsächlich als zweite Map, als Pink und Pick. Und Lake sehe ich auch komplett offen, Overpass sehe ich auch komplett offen. Ein komplett offenes Match.
Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Pinguin ist bereit, Tredo ist bereit. Damit geht's jetzt los und ganz ohne Umschweife, Tredo auf der T-Side und Pinguin auf der CT-Side im zweiten Halbfinale der Breeze Gruppe Masters. Das entscheidet, wer gegen der Hohe Rat im Finale antreten darf. Sehr gespannt. Der kommt aber ein bisschen rein, wird aber von Tilou einfach rausgenommen. Der denkt sich, Tralen, komm her, scheiß drauf. Ich nehme dich einfach um, ich halte den Engel einfach. Und es ist nur noch Medo im Klatsch im 1 gegen 2. Und vielleicht hat Pinguin sich da mal geboostet. Und Medo fällt mal kurz den Plant, aber es ist natürlich für den Winkel, den Pinguin nicht im Blick hat. Und Block ist Damage. Aber Lumat macht das, klickt den Kopf weg und damit ist es das 1:0, der Gewinn der Pistol Round auf den Pick von Tredo für Pinguin. Tralen geht komplett Glock only und Medo geht komplett Glock only und Tralen hat Duelie. Und das hätte ich fällt dann niemals mit der Bison an Tralen mit dem Duelie. Und es ist nur noch Tilou mit der Scout über. Das könnte so sein. Gerade mit der Bison, die, oh, das Timing ist halt gottlos jetzt gerade gewesen. Oder irgendwie ist der Ding drin. Tilou 4 AP. Total low. Und eigentlich nur noch einen Hit. Kommt er auch durch die Box. Damit ist es Old Tredo die zweite Runde nach verlorener Pistole. Jetzt sollte es eigentlich in die erste richtige Gunround gehen, wobei er nicht bei. Ah, bei Tredo hat er die Waffen noch gar nicht verloren. Aber bei Pinguin sehen wir jetzt bei Lumat die M4 und bei Tlui dafür die Nova. Aber wir haben immer ein Rifle und Nova Setup aktuell gesehen. Ist auch nicht schlimm. Tralen ist ja nicht mit, mit der Nova gegen und Tlui mit der Nova. Die Bombe wird gelegt. Einfach von Lumat rausgebankt, Medo kommt da von hinten mit dem Backstep. Oh mein Gott, das Timing ist ja absolut bodenlos. Aber beide überleben das irgendwie. Warum lädst du nach bei 23 Kugeln? Was ist das denn? Alles gut. Achso. Deswegen. Aber jetzt hat Medo da keine Chance, weil er erwartet. Deswegen. Das ist so uncool. Niemand ist mit der Autoschrotze, die scheint immer alles durchprobieren zu wollen. Da pusht Tarn jetzt auch genau rein. Und das gibt den Kopf, den Schuss in den Kopf. Medo refakt aber Lumat. Und jetzt ist es Medo gegen Tilou im Klatsch. Beide M4, beide Full AP. Beide mit ein bisschen Utility. Hat Medo Tilou rechts auf dem Schirm. Tilou hat aber auch Medo links nicht auf dem Schirm. Die laufen jetzt genau aneinander vorbei. Ah, wir sehen aber. Jetzt weiß auch Tilou, dass Medo da ist. Ah, und Tilou kriegt dann den Kopfschuss gegen Medo. Aber die Pistol Launch hat jetzt beide ganz normal Kevlar wieder keine Experimente. Niemand macht Medo weg. Jetzt ist rein im Klatsch. Er rennt ein bisschen weg, hat aber wenig Chance, jetzt, wenn er jetzt nicht rauskommt. Er kommt aber raus. Das kann nicht so funktionieren. Das Duell neu suchen. Tran kommt von hinten. Das hat Lumat aber auf dem Schirm. Aber nicht so, dass Tran direkt da vorne ist. Der macht jetzt den Kill mit Body Shots einfach. Und jetzt ist es Tilou auf der linken Seite. Das hat er aber nicht auf dem Schirm. Der guckt dann. Okay. Oder er guckt doch nach links. Was? Oh mein Gott. Ich hab mich so erschrocken. Ja, ne? Damit klatscht Tralen die Pistol Round. 5:4 für Tredo. Wir haben beide schon. Tran nimmt ja so ein bisschen durch die Smoke, kriegt den Louis auch, weil er genau diesen Engel am Bank mal hat. Aber Lumat sprayt auch zurück durch die Smoke, also es gibt ja nur die Smoke bei dem Turnier. Medo hat einfach so ein bisschen so einen Engel. Boah, wegen der Nate, weil das gerade konnte da Lumat gerade mal schön pieken und wurde nicht gesehen. Lumat mit der P90 gegen Medo mit der M4A4. Medo scheint aber diese Ecke zu konzentrieren, wo Lumat gerade herkommt. Ja. Und obwohl Lumat auf der Leiter steht, gewinnt er gegen Medo. Wahrscheinlich ist P90 so ungenau, dass sie quasi durch mehr Ungenauigkeit auf Leiter einfach wieder genau wird. Und jetzt sind wir bei Tran aus Frust schon mal die Negev. Die TS gehen währenddessen über Long. Da scheinen die nicht mehr zu rechnen, weil die nichts hören, weil Tran einfach komplett mit der Negev durchzieht. Tilou ist nämlich jetzt komplett von hinten. Tilou unterm Auto durch, sehr schwierig zu gehen. Und auch Tran fällt da sofort. Negev 7:5, 3 Runden in Folge. Für Team Pinkhund. Das sieht gerade so aus, als würde Team Tredo das Match so ein bisschen aus der Hand geben. Am Anfang sah es relativ solide aus, aber jetzt auf der CT-Seite. Komische Plays, komische Käufe, irgendwie alles nicht so zusammen. Jetzt haben wir wieder einen komischen Kauf. Medo auf der USP und Tran auf der MP9. Währenddessen solide Rifles einfach bei Team Pinkhund. Das ist die Runde vor der Entscheidungsrunde, wenn die das verlieren. Also das weiß ich nicht, ob das so smart ist. Aber ich würde es nicht hinterfragen, wenn wir das gewinnen. Aber Medo fällt sofort, nur mit der USP bewaffelt, keine Chance gegen so eine M4. Und Tran auch, weil er steppt wie ein Elefant. Ja, Erfolgsrunde für die erste Map. Es steht 8:5 für Team Pinkhund. Und Team Tredo hat jetzt viel alle Hände voll zu tun, das Ganze zu drehen.
Meine ich werde jetzt schimpfen über den Shotgang. Und auch die Gegner werfen eine gottlose Nätra, die mal eben so, was sind das, 60, 70 Schaden macht. Wird hochgeboostet. Niemand. Ja. Boah. Die Maxim macht da nicht viel, aber sie reicht tatsächlich für Tilui. Nee, du fällst nur noch dran. Einfach rum und Swag 7 lumert mal eben weg. Knochenregel geht auf der Wingman. Wer die 8. Runde holt, holt meist nicht die 9. direkt dahinter. Ich bin gespannt, was Team Trader jetzt kauft. Okay, Medewinter und P immerhin eine vernünftige, einigermaßen vernünftige Waffe. Natürlich hätte Trader wahrscheinlich ein bisschen was Besseres leben können. Louis wartet einfach pushende und Blumat ist einfach, glaube ich, outside ist der. Ja, genau. Okay, Phantom Rang ist abgesmoked. Schöne Utility sehen wir hier jetzt auch gerade. So ein bisschen den Verlauf, also die Runde einfach so ein bisschen raus. Strahlen piekt da oben. Lumat hat es aber auf dem Schirm und ich denke mal flickt ihn weg. Jetzt ist nur noch mit der UMP. Kann er vielleicht die AK von Strahlen picken? Das wäre natürlich gut. Könnte Short stehen, der könnte im Tunnel sein. Da steht Tunnel. Nice! Damit gewinnt Team Pinkhund den Pick von Team Tredo. Jetzt Lake und jetzt müssen wir unsere Primetime raushauen, okay? Es geht weiter auf Lake. Also das ist dasselbe Veto, fast genau dasselbe Veto, wie beim ersten Halbfinale haben wir jetzt hier. Zweite Map Lake. Gehen wir in die Pistol Round. Der zweiten Map auf dem zweiten Halbfinale der Bresco Wingman Masters 2023. Pinkhund kann hier das ganze Ding ins Finale bringen und damit zum Rematch gegen den Hohen Rat antreten im Finale. Oder Tredo trotzdem noch eine Map von Team Pinkhund ab. Und damit haben wir noch eine Chance, in die Cider auch noch ins Finale zu kommen. So, Medulich ist die Bombe perfekt. Tredo ist schon gefallen. Ist jetzt bekannt, oder zumindest gehört, ich weiß nicht, ob wirklich bekannt. Tidubi kriegt auch Medo, starker Fett, Stein, steht auf dem Balcony und kann diesen fallenden, fliegenden Tidubi einfach aus der Luft fischen. Aber die Trahlen von dem Schrotzen. Es ist das Schrotzenduell. Trahlen entscheidet das Schrotzenduell für sich. Es ist nur noch mal mit den Duelies. Und ja, Bombe kann gelegt werden. Aber nicht mit Blumart, wenn die Duelies mal ihren Job tun würden. Duelies sind interessant ungenau, wenn sich der erste Schuss ist. Das ist ein bisschen unlucky natürlich. Und Trahlen jetzt natürlich voll kommt. Da! Wird aber geholt von Blumart. Und Blumart holt auch den zweiten. Uff! Oh mein Gott! Was? Ganz stark von Numat. Das kannst du nicht holen mit den Dual Barrettas. Natürlich. Nein. Das ist aber ist auch der Pick von Team Pinkhund. Wenn es... Wow. Da hat Tran genau hingeguckt auf diesen Spot. Das hat auch, glaube ich, physisch wieder. Er ist physisch so wahrscheinlich zurückgesprungen. So, Numat kommt auf den Verlass. Aktuell mit Tran gewinnt er. Das ist Leben und das. Und dann hat er das Smoke, weiß nicht, wohin er schießt. Ich bin einfach irgendwo hin. Aber die Bombe ist noch da. Eigentlich einfach nach oben gehen, das ist ganz so wieder runterspielen. Das wäre spannend. Natürlich nur 11 HP bei Lumat. Also eigentlich würde eine Nate reichen. Hat man aber keine Nate. Ich glaube, macht man so viel Schaden durch den Boden mit der 90, ich glaube nicht. Aber Medo macht es trotzdem. 4:3, das wird ein richtig kompetitives Match, glaube ich. Richtig nice. Bei Team Pinkhund sehen wir die Glock mit zweimal Dual Lease und bei Team Tredo wieder den ganz guten Ball von einer Max 7 und einmal nichts. Also, ja. Dann hat natürlich auch Medo das Duell da auf Balcony, hat keine Chance mit seiner USP da, in den Duelies. Und, aber Tredo kann dafür jetzt, Tran kann jetzt dafür ganz schön Blumat einmal umschroten. Ist es auch bekannt, wo die Bombe ist. Und das könnte gehört worden sein. Vor allem, weil das Tran Plan ist. Und solide gespielt, sehr gut. Zwei Leute einfach weggeschrotet und damit 5:5 Gleichstand. Aber Medo wieder mit der USP. Tilui, Lumat. Mit Bryce ist ganz normal, was auch Sinn macht. Medo hat wieder das Duell, kriegt ihn aber, weil er eine Kugel ins Köpfchen geht. Lumat fällt gegen Medo an der USP. Medo kann die AK picken. Das hat man gehört auf jeden Fall bei Team Trello, wenn sie jetzt keine Musik dabei hören. Boah, was geil ist. Tilui läuft rein, bangt ein bisschen da an den Dings, ist jetzt im Raum. Okay, wir sind noch komplett getötet, aber Tran schon darüber. Da rechnet er nicht mehr mit. 6:6. Tran mit der Max 7 echt mehr Kills gemacht, als glaube ich mit jeder anderen Waffe bis jetzt. Wir haben wieder die großen Schütze aufgefahren. Tran mit AVP. Tran, Medo sehen wir gleich. Tredo auf jeden Fall noch eine Runde von sicherer Overtime entfernt. Tran läuft dann einfach rein mit dem Messer in die P90. Ist natürlich nicht so smart. Und jetzt ist Medo mit der MP5. Kann auch niemand wegholen, jo. Droppt aber ziemlich low und kann Tilui eigentlich finishen. Ja, genau. 7:7.
Wir gehen auf jeden Fall die volle Distanz. Für wessen Glück dies denn ist, sehen wir jetzt gleich in den nächsten paar Runden. Tilly, wie holt Medo? War von hinten, hat wahrscheinlich immer noch auf die Tür geguckt. Jetzt ist es Strahlen mit der Max 7. Kann er den Matchpunkt für den Pimbo verhindern? Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Wenn einer klatschen kann, ist es ja wohl Strahlen. Aber er hat es gesteppt, also wenn er das holt, dann wäre schon hart gottlos. Das ist auch von beiden seinen Gold, ne. Da hat er keine Chance. 8 zu 7, Pinkhund. Diese Runde entscheidet entweder Overtime oder Pinkhund zieht auch mit 2 zu 0 ins Finale ein. Gegen der Hohe Rat. So. Fan steht aber diesmal ganz gut. Kralen holt wieder Max Seven schon mal was. Medo rennt da weiter durch. Tilui ist halb aktiv und Medo kommt. Erster Overtime an diesem Abend. Auf der zweiten Map des Halbfinals. Hui. Wieder Overtime, aber diesmal nicht auf Overpass, sondern auf Lake. Und dann ging es rein in die Overtime. Also werden jetzt 6 weitere Runden gespielt und wer davon 4 Runden für sich entscheiden kann, gewinnt die Map. Sollten beide Teams 3 Runden gewinnen können, geht das Ganze von vorne los, bis ein Team 4 aus 6 gewinnen kann. Da wir uns noch in der ersten Overtime befinden, gilt für jetzt, das erste Team mit 12 Runden gewinnt Lake. Die erste Runde beginnt damit, dass Tilui Medu wie die Reste der Lasagne aus der Ecke kratzt, sodass Lumat die Bombe legen kann. Trallen Spray geht allerdings vorbei, sodass dieser jetzt ein 1 gegen 2 vor sich hat. Tilui lässt da aber auch gar nichts anbrennen und holt Trallen wie eine Tontaube aus der Luft. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich hier auf einmal mit Voice-Over die Runden erzähle, statt sie einfach weiterlaufen zu lassen wie vorher, hier ist der Grund. Gibt es heute Mike, glaube ich, ne? Ich hab Max Mike. So, jetzt. I guess. Das ist ein bisschen, auf jeden Fall nicht so stramm. So, Tilui holt währenddessen wieder Trello. Trallen. Und Medo ist schon wieder im Klatsch. Hat er schon ein paar Mal gut gemacht. Aber im 4 gegen Ave und AK, wenn die schon auf dem Spot sind, ist schwierig. Machbar, ist schwierig, aber Bombe wird gedroppt. Aber Luma pusht es einfach raus und bekommt ihn jetzt gleich, oder? Ja. Boah, bin ich ganz. Oh mein Gott. Warum hat er so viel Glas? Überall sind Engels. Ja. Ganz starker Schiff von Luma, wusste genau, wo er ist, hat ihn genau einfach runtergeschossen. Ja, 2 Tierrunden sind schon gut, denn nach der dritten Runde wird gleich einmal geswitcht. Was gut in Overtime ist, du hast halt sehr, sehr viele Safe Rounds, weil du halt einfach sehr viel Geld hast. Dementsprechend kann man sich schon ganz gute Buys leisten. Zumindest in der ersten Runde. Aber jetzt hat Pinkman natürlich die Chance, die 11. Runde zu holen und damit sich zu einem 3 Matchpunkte zu setzen für den Gewinn dieses Halbfinals. Sie gehen aktuell die Wärme, da ist auch. Trallen, er wird einfach gequickscoped raus. Jetzt ist es wieder nur Medo, der sie davon abhalten muss, auf diesen guten Punkt zu kommen. Er hat auch ein gutes Timing. Bangt Tilui durch die Tür. Sehr geil. Und Lumat ist dann aber zu viel für ihn. Erste Hälfte geht an Team Pinkhund und zwar komplett alle 3 Runden. Jetzt muss Tredo auf der T-Side es versuchen, 3 Runden zu holen, denn dann geht's weiter. Und sonst hat Team Pinkhund das Match gewonnen. Tilui auf dem Haus trifft den ersten schon nicht, das wäre sonst ein ziemlicher Dämpfer gewesen für Team Tredo. Und jetzt ist es. Fall. Sie müssen jetzt natürlich executen. Im Haus ist Lumat, der pusht jetzt auch. Nee, der geht gerade nach oben. Ist ein bisschen schwer zu sehen auf Lake. Und Tilui ist noch hinter der Garage. Es werden gleich 2 einzelne Duelle: Lumat gegen Medo wahrscheinlich. Und Trallen gegen Tilui. Gespannt. Beide campen gerade einfach nicht. Trallen selber ein bisschen rein. Mal gucken, ob irgendwer reagiert oder ob er irgendwen trifft. Kann natürlich sein auf Lake. Ist immer gut möglich auf jeden Fall. Tilui im Klatsch. Also tatsächlich eine gute Chance für Trallen und Medo, diese erste Runde der ersten Overtime mitzuholen. Und. Boah, aua. Wäre nicht die Brain kaufen 2 Schatten. Atralen sieht diesen Pixel und holt Tilui. Erste Runde von 3, die noch sind. Dabei hat oben nochmal gesehen, den Punktestand 1 zu 0 für Pinkhund. Pinkhund hat im letzten Map gewonnen. Aber dementsprechend haben sie jetzt immer noch 2 Matchpunkte für dieses Halbfinale. Tilui holt aber mit der UMP Medo nicht so gut. Damit muss Tralen der AWP klappen. Und das wird auch nichts. Nice, wir haben's. Okay. Das ging schnell. Damit ist Pinkhund im Finale der Breeze Gaming Masters 2023. Haben wir beide Halbfinals 2 zu 0. Wir haben noch keinen Decider gesehen. Das Finale. Damit
Team der Hohe Rat gegen Team Pinkhund. Die haben sich schon mal getroffen, nämlich in, doch hier, genau, in Gruppe A, Pinkhund gegen Hoher Rat. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal ins Interview dann mit Tredo. Hallo. Hallo, ihr beiden. War es so anstrengend, wie letztes Mal gegen Pinkhund zu spielen? Ja, war entspannter. Das war mir, hat man nicht so getryhardet. Ihr meintet, ihr hattet euch wieder verpickt. Was war diesmal das Problem? Also Shot, das wolltet ihr nicht. Shot, das. Nee. 300 direkt einfach gedrückt und ich meinte so, nein, noch nicht. Ja. Du hast gar nichts gesagt. Oh, ich habe gesagt, nimm Lake und du nimmst aber Shot, das. Ich danke euch sehr fürs Teilnehmen. Ihr seid weit gekommen, 3., 4. Platz. Juhu. Könnt euch glücklich schätzen. Wir hören uns bestimmt nochmal. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Ciao, ne? Jo, tschüss. Gut, dann schauen wir uns einmal die Playoffs an. Sehen wir jetzt nämlich der Hohe Rat gegen Team Pinkhund ist gleich dran. Wir gehen aber nochmal in eine Pause, denn ich muss definitiv mal kurz ein bisschen mich frisch machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zum Finale der Breisgau Ringer Masters 2023, zum Grande Finale. Wir haben jetzt fast 8 Stunden gestreamt und wir werden jetzt gleich entscheiden, wer das beste Silber-Wingman-Team Deutschlands ist. Zumindest das in meiner Reichweite irgendwie. Schauen wir uns noch mal kurz den Werdegang an. Die beiden Teams waren ganz von Anfang an mit dabei. 13 Uhr, 13.30 Uhr hatten beide ihre ersten Matches. Pinkhund und der Hohe Rat jeweils mehr oder weniger überzeugend gewonnen. Und dann nach einem Gruppenfinale Pinkhund gegen den Hohen Rat verloren 4-9. Aber, wie der Hohe Rat im Interview gesagt hat, ist Shot das eh deren Prime-Map, die Map, die sie richtig gut können. Danach sind natürlich beide im Bracket weitergekommen, nämlich in die Playoffs. Pinkhund hat dann Tredo geschlagen mit 2-0 jetzt gerade. Und der Hohe Rat ist auch mit 2-0 über 20 Nuggets drüber gefahren, um jetzt dieses Finale zu haben. Overpass, Shot das gewandt. Die erste Map ist Cobblestone. Die zweite Map ist Lake schon wieder. Dritte Map ist Inferno. Das heißt, dass wir leider kein das 2 sehen werden im ganzen Turnier. Sehr schade, aber dafür haben wir jetzt Lake extrem oft gesehen. Zwar jedes Mal als zweite Map in einem Best of 3. Cobblestone, kann ich mir sehr gut vorstellen, da hat der Hohe Rat ihr Kontrahenten in der Gruppenphase schon drauf besiegt mit 9-0. Pinkhund hat letztes Jahr drauf gespielt im Finale, auch als zweite Map. Und der Decider Inferno, ich glaube, es gibt keinen besseren Decider. Also haben wir schon so kranke Matches drauf gesehen, auch dieses Turnier. Ne? Das erste Match, wer da schon da war, das ist jetzt auch schon glatte 7,5 Stunden her. Wir werden auf Cobblestone starten. Dann Lake und dann Inferno. Ich freue mich, danke euch allen fürs Zuschauen und jetzt geht's wirklich rein in die erste Map des Finales, des Grand-Finales der Breisgau Ringer Masters 2023, Cobblestone. Der Hohe Rat auf der T-Seite und Pinkhund auf der CT-Seite. Es ist der Pick von dem Hohen Rat. Wir kamen ja schon in der Gruppenphase einmal dick 9-0 drüber gefahren auf dieser Map. Mal schauen, ob das selbe Urteil jetzt auch Pinkhund erhält. Ich denke mal nicht, ich hoffe es nicht. Aber kann natürlich alles passieren. So. Louis kriegt aber den ersten Track im Dropper. Patrickson kriegt beide. Wow, das ging sehr, sehr schnell. Das war sehr unübersichtlich. Und Patrickson, Ace klatscht direkt mal die erste Pistol Round. Ja, Mann! Das ist ein wirklich gutes Zeichen, dass das ein wirklich krasses Match wird. Der Louis rennt einfach durch CT durch, kriegt damit Sir Patrickson auf den falschen Fuß, kann jetzt die 94 picken, aber die AK ist immer noch im Game und Cracker, haben wir in der Halbfinale gesehen, kann auch sehr, sehr gut auf Köpfe schießen. Oh. Spielt es aber defensiv, eigentlich müsste die Louis wahrscheinlich ein bisschen pushen wegen der P90, aber Cracker schleicht einfach so ein bisschen rum. Außen. Jetzt kriegt der Louis, macht ein bisschen, legt ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihn, weil niemand muss eigentlich den Kill machen mit der M4. Mit der P90 kann man da nicht viel Schaden machen. Aber der steht einfach offen, so Short, das ist nicht gut. Cracker kann das jetzt klappen, dass er ihn kriegt und den Schuss trifft. Der Louis pusht jetzt von rechts, das hat Cracker nicht am Schirm, jetzt hält schon. Aber es pusht der Louis von links, als hätte es quasi gerochen. Aber damit er reinlaufen kann, ja. Cracker klatscht aus 1 gegen 2, damit ist es 1-3 für den Hohen Rat auf deren eigenen Map-Pick. Jetzt geht es mal nicht durch Jopper, sondern beide über lang. Luma hält das Ganze aus Richtung CT. Während Telui im Dropper ist. Sind gar keine Map-Kontrolle für die beiden. Es sieht Lumat, aber der hat da Cursor Placement, also ganz krankes Kontrolle. Sir Patrickson kippt quasi komplett um. Cracker ist auch angedingt, aber das ist dem egal, der verteilt trotzdem noch Headshots.
Lumat, aber Lumat kann es fertig machen. Lumat gerade mit sehr, sehr wichtigen Kills die ganze Zeit. Tilui ist noch nicht ganz wach, aber vielleicht wird er noch irgendwann wachgerüttelt von seinem Mate. Es geht über den Dropper. Aber die Frage ist, ob sie sich jetzt entscheiden, Richtung Spots zu gehen oder über CT. Denn über CT, da wartet ein gewisser Lumat, der jetzt aber auch hat, weil er gejumpt ist. Sir Patrick ist sehr low, aber jetzt liegt es an Tilui mit der M4. Jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Die Nate könnte es regeln, die kommt ein bisschen zu weit davon. Ich hab auf den Bombspot, hätte der noch zur Pöttixen geworfen, wäre der ein bisschen down gegangen. Aber jetzt sind wir natürlich sehr, sehr schwer. Aber Cracker ist down, jetzt ist nur noch 11 HP bei Sir Patrickson. Flash macht dann da keinen Damage, aber hilft bestimmt. Der Step ist nicht laut, kann es machen und macht es. 1 gegen 2, boah. Boah, so ein König bist du einfach. Das wären interessante Matches, wenn das so weitergeht. Sir Patrickson relativ stark angefragt, aber gleich ist es immer Cracker, der die Duelle auf lange geben muss. Man tut da eine kleine Schräge, droppt die Bombe, aber Tilui ist wieder da, um zu refraggen. Patrickson jetzt auf 10 HP. Ein Damage reicht eigentlich auch über Distanz. Ich frage, wer setzt den Damage zuerst? Patrickson. Oh, Tilui hat doch die Reaktionszeit mit 4 HP überlebt. Das Ganze kann die Bombe legen. 5 zu 5. Folgerunde nach verlorener Pistole gewonnen. Das passiert extrem häufig in diesem Turnier. Finde ich echt krass. Die erste Map, richtig knapp. Gutes, richtig gutes Finale. Kaum individuelle Fehler, aber einfach nur Gold, Ringman der Spitzenklasse. So, Sir Patrickson steht ja Nova, sieht aber einfach nichts, komplett verwirrt und wird deswegen von beiden Spielern daran. Jetzt kommt aber auch Cracker, auch mit einer Nova. Der könnte die beiden natürlich richtig übel machen. Der Lee geht jetzt eigentlich fast drauf. Oh, das ist saures Kampf, was die beiden machen. Okay, Lumat hat auch nicht geschraubt. Oh! Das tut halt weh, ne? Die reichen wahrscheinlich nicht damit, dass er ihn hinterherläuft. Eben deswegen nicht dahin, sondern nach vorne, weil die denken, dass er wieder von vorne kommt. Kommt er nicht, kann einfach durch mit der Schrotze, holt beide. Cracker aber gerade ziemlich gut. Cracker ist ziemlich cracked, wenn man das sagt. Die T's ist mal schön abgesmoked. Aber Sir Patrick ist einfach durch. Schön eingesperrt. Geile Taktik. Geile Taktik, wirklich. Damit ist die Entscheidungsrunde. Der Hohe Rat hat jetzt 3 Map-Runden auf dem ersten Pick, auf ihrem Pick. Die Negev kommt bei Lumat raus, ob das die richtige Sache ist für so eine wichtige Runde, wir werden es jetzt gleich herausfinden. Für Tilui aber auch nur auf einer UMP. Ist natürlich schwierig, weil die eh kein Geld hatten, wirklich. Und mal schauen. Ob der Hohe Rat das Ding jetzt closen kann oder ob die Knochenregel wieder greift. Gibt Tilui, weil das Ding durch die Wand, das sieht aus wie so ein Ding durch die Wand. Und dessen pusht Sir Patrickson wieder einfach hindurch. Aber Tilui weiß genau, wo er ist und refragt ihn deswegen. M4 gegen M4 jetzt. Entscheidender Klatsch. Cracker hat natürlich wahrscheinlich Dropper genau im Visier. Das ist jetzt halt schwierig. Er hätte sogar T-Spawn im Visier gehabt, aber Tilui pusht jetzt hier von Richtung CT-Spawn. Boah, das wird mal wieder absolut Timing. Und boah, Tilui drückt Cracker mal kurze Kugel in den Kopf auf riesige Distanz, glaube ich, 6 zu 8. Tilui muss noch zwei weitere Runden überstehen. Oder der Hohe Rat macht dieses Match, macht dieses Level jetzt einfach fertig hier. Komm, es ist noch nicht durch das Match, wir können es noch gewinnen. Cracker diesmal ein bisschen offensiver als sonst immer. Könnte vielleicht ein bisschen abschrecken, aber die Smoke liegt nicht. Das traut Lumat sich da so links dran vorbei zu sneaken oder nicht? Traut er sich nicht. Aber die Flash kommt gerade so und hat damit Lumat ziemlich gerecht. Tilui aber auch extrem low, genauso wie Lumat. Eine Nate sollte eigentlich reichen, die hat aber keiner von dem Hohen Rat gekauft. Boah, das sind immer noch Leben, die beiden. Das ist so krass. Und Tilui holt mal kurz ein komplettes Brett raus. Sir Patrickson kommt von hinten. Und Tilui macht den anderen auch noch. Meine Fresse, der hat Bock. Nein! No. Ja! Geil. 7 zu 8, letzter Matchpunkt, sonst geht's in die Overtime. Jetzt bin ich drin, okay, komm, Junge, komm. 8, 7, 8, alles noch winnable. Ich will gar nicht wissen, wie viel Puls die beiden haben, wobei wahrscheinlich geht's jetzt wieder, weil es ist mein Image. Aber Tilui wirklich gerade krass. So, Patrickson hat mit der MP7 den Dropper und Cracker wieder anlang. Wieder der gleiche Setup wie sonst immer. Cracker hat ein bisschen feinen Kontakt zu Lumat, aber sonst halten sich beide gerade ziemlich zurück. Die Nate könnte ziemlich gut hitten, macht auch 23 Schaden. Sie sind wieder abgerollt. Sie müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht nochmal gebackstabt werden von Sir Patrickson. Das darf einfach nicht nochmal passieren. Ich habe einen Engelsfall durchsprayen. Macht es auch. Damit gewinnt der Hohe Rat die erste Map mit 9 zu 7. Ja! Jawohl. Ja! Wirklich krasses Match. Das verspricht wirklich mehr für
den zweite Map der Series Lake, auf die wir gleich gehen. Guck mal, bin ich wieder da. Hallo! Für die zweite Map des Finals ist Max wieder gekommen. Das war eine sehr krasse erste Map, dafür, dass es der Pick von dem Hohen Rat war. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, Max. Ein bisschen habe ich mitbekommen. Also was da jetzt am Ende abgegangen ist mit den Headshots, die gefallen sind, heilige Scheiße. Louis hat da wieder gottlos Headshots verteilt, aber auch Hoher Rat. Stark gewonnen. Das macht Laune für Lake auf jeden Fall. Das ist ein geiles Match. Die Zeiler wäre Inferno übrigens. Oh. Also, haben wir dieses Turnier häufig gesehen? Inferno. Wäre schön, so zum Abschluss nochmal. Ja. Angefangen, enden, wie letztes Jahr. Lake! Lake! Ja, habe ich euch am Ende ziemlich viel gesehen. Lange ein bisschen, finde ich so ein bisschen ehrlich. Jede Series, also Halbfinale 1, haben wir 2. Das hier hat als zweite Map Lake. Die entscheidende Map, also wenn der Hohe Rat die jetzt auch für sich entscheiden kann, dann hat der Hohe Rat jetzt zu dir gewonnen. Sonst hat Team Penguin die Chance, im Decider Inferno das Ganze für sich zu gewinnen. Und da zum zweiten Mal hintereinander. Und da zum zweiten Mal gewinnt der Brillo Winning Master zu werden. Das wäre schon krass. Penguin startet auf der T-Seite. Die ist der Hohe Rat, hat sich die C-Seite ausgesucht zum Starten. Und damit kauft niemand wieder die Duolies, wir haben dieselbe Setup wie auf Cobblestone. Und ich bin einfach gespannt, was jetzt abgeht. Duolies, natürlich nämlich aus Combat halt sehr schön. Ja, aber gut. Gerade im Keller und es ist Zeit, nach dem Keller zu gehen, zumindest für Telui, der steht zumindest davor. Mhm. Oh, Petfixen, ganz gefährlich. Niemand. Und damit haben wir schon zwei Seiten. Zumindest kann Telui den Reflag machen, damit kann die USP aufpicken, es ist 1 gegen 1 gegen Cracker. Steht oben, könnte runterdroppen. Du pushst die Treppe gleich vielleicht hoch. Das könnte, es ist absolutes Timing. Oh nein, und er kommt genau in die falsche Richtung. Absolutes Timing und Telui hat das falsche Timing. Damit holt der Hohe Rat die Pistol Round, den CT Pistol Round. Und setzt damit guten Start für mögliches 2-0. Was natürlich schade wäre, aber da sind wir hier früher fertig. Nee, macht natürlich super. Macht natürlich Spaß. Nun mal wieder mit den Duolies. Das gibt es auf dem Keller rein. Oha, ui. Großer Spray doch. Aber Doppel-P90 auch von dem Hoher Rat. Einmal kurz Dominanz zeigen und dann. Hi, hi. Ja, vielleicht sind SMGs hier wirklich. Das ist hier ein Wasser, dann wird es einfach gepusht. Und dann schreibe ich selber zum Wasser Spray. Sehr gut. Numat schafft es. Jetzt ist Sir Patrickson im 1 gegen 2 mit der P90. Natürlich Numat relativ low. Patrickson hält einen sehr bösen Winkel. Oh. Ja. Alter, ist der gottlos, dieser Engel. Take den Sprung an. Aus. Okay, boah, ist er stark gespielt. Ah! Oh! Hat er aber nicht mehr genug HP, um den Sprung zu überleben. Oh. Wollte wahrscheinlich auf die Veranda springen. Ja. Aber, ja, ist egal. Die wollten wahrscheinlich eh neu kaufen, diese Runde. Ja. Weil P90 für 4 Runden spielen ist ein bisschen viel. Aber es steht ja schon 3-0. Ne? Das geht halt sehr schnell auf Lake. Die spielen Lake auf jeden Fall nicht so wie hassen, hier Lake spielen. Tilui macht jetzt Cracker kurz weg. Der Patrickson holt Lumat. Und jetzt fällt Tilly mit dem Plant an. 1 gegen 1 gegen Star Patrickson. Aber der rechnet ja noch nie damit, dass Tilly wieder aus dem Keller kommt. Sieht ihn aber im Augenwinkel. Damals spielt kein 4 zu 3, das hat man ja gerade gesehen. Boah, das muss wirklich im äußersten Durchschnittwinkel gewesen sein, dass Tilly wieder aus der Tür gekommen ist. Auch krass, das im Kopf zu haben. 5 zu 0. Boah, das sieht nicht so gut aus. Lakes, wenn du auf Lake dominant bist, dann bist du halt auf Lake dominant. Ja. Also hast du auch als anderes Team nicht wirklich viele Chancen. 6 zu 0. Zwei Runden, wenn dann ist es noch machbar auf jeden Fall. Aber wir haben uns halt im Konzentrator-Turnier, da war es glaube ich 7 zu 1 und da hat Jan halt auch noch gewonnen. Also, nicht verzagen. Und weiterkämpfen. Weiterkämpfen. Wie Scott jetzt im Gebäude selber wirklich so sinnvoll ist, ist die andere Runde. Oh, dann niemand. Hat den Teil gewonnen und hat natürlich dann einen besseren Punkt. Einen besseren Blick auf den Korb. Ist schwierig. Das gibt zwei auch. Mit Scout ist es halt auch einfach. Im Gebäude mit einer Scout ist quasi over. Müsste wenn jetzt die Waffe tauschen. Ja, du. Wenn er es hinbekommt. Halt wie ein Track machen. Ja, bei jedem Winkel. Ja. Bei einem den kann man zum Beispiel Preamps theoretisch. Ja. Wenn du da einmal Preamps den bekommst und dann halt kannst du machst, aber wird schon. Das Problem schwierig. Ist auch, wenn er seine Waffe wechselt, hört man ihn. Oh mein Gott! Und der hat genug Glamstand, um zu checken, dass der andere wahrscheinlich da ist. Jumpswortet mal kurz. Pick die Waffe vom anderen. Oh, das ist natürlich jetzt anders. Oh! 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 Oh!
Das wär's natürlich gewesen jetzt. Das wär. Oh, wäre das ein schöner Clash gewesen. Das hätte nochmal was fürs Selbstvertrauen. Das wäre richtig wichtig gewesen fürs Match, weil jetzt sieht's nämlich 7-0. Aus den nächsten theoretischen 9 Runden muss halt Pinkwood 8 gewinnen, sonst ist halt, haben wir halt verloren. Das ist vorbei. Ja, das ist schon schwierig. Explorer. Der Cracker, wahrscheinlich den Shotter nicht hittet. Unglücklich. Das wird wahrscheinlich, also 8-0 zur Halbzeit haben wir von der Seite nicht. Jetzt. Oh, Cracker. Hat die nicht gesehen? Jumat macht auch. 10 AP noch gegen Sir Patrickson. So, Patrickson ist zumindest ist jetzt machbar. AK One-Tap-Potenzial, der immer da, ne? Ja. Oh mein Gott. Sie verpassen sich genau. Oh. 8-0 zur Halbzeit. Ah, das, also. Das im Finale tut weh. Das ist natürlich, das ist halt verblüfft, weil es halt der Pick von Pinkhund ist. Sie hatten ein paar knappe Runden, aber an sich muss man gerade auf der Map jetzt gerade sagen, dass Horat einfach gerade wirklich besser spielt. Ja, und sie kennen Lake anscheinend wie ihre Westentasche. Ja, merkt man auf jeden Fall, dass sie Map nicht zum ersten Mal spielen. Ich würde es hassen, gegen die zu spielen auf dieser Map, wobei ich eigentlich gegen jeden hasse, der diese Map kennt, zu spielen auf Lake. Naja, Pinkhund können auch jetzt das 0-0 jetzt verhindern. Kings es. Patrick ist natürlich gut angehittet. Ja. Ja, okay. Ja, und Tilly hat Patrick geholt. Tracker. Das ist zumindest jetzt um das. Nur noch Chris. Zweite Lake. Von der Seite. Gott, unser Lake. Sie können ihn theoretisch in Zange nehmen. Und sie holen die Runde! Der Lake hat ihn wahrscheinlich die Runde gesehen, gerade vom Server. Huiuiui. Das hat nicht geleckt. Es tut uns sehr leid. Also, wir hatten auch einen 2-Sekunden-Timeout. Ja. Ich meine, wenn es Seele hat, ist es okay. 9-5 vielleicht noch. 9-5 war natürlich ein guter Score. Aber also wir hatten auf jeden Fall auch einen Timeout, deswegen gehe ich aber aus, dass Tilui diesen Timeout auch hatte. Ja. Tilui, wo wir gerade so versprechen, auf diesen Baum hier drauf. Könnte natürlich sein, dass der Horat jetzt einfach das Match finishen will. Patrickson jetzt sich. Oh, die Pflanze! Blume getan. Die Pflanze! Der älteste Trick der Welt. Jetzt ist Tilui wieder am Klatsch, 1 gegen 2. Schafft er es nicht. Gut gehört. Bösen Fallschaden genommen und. So. Und damit beglückwünschen wir den Hohen Rat zum Gewinn der Bresco Wingman Masters 2023. Starkes Spiel, nie wirklich was anbrennen lassen. Auch erst das Finale mit 2-0 gewonnen, mit 9-1. Ihr habt es euch verdient. Habt es euch auf jeden Fall verdient. Wir haben leider keine Trophäe für euch, aber Ruhm und Ehre. Und ihr könnt euren Enkeln erzählen, dass ihr mal ein Wingman-Turnier gewonnen habt. So, wir sind Turniersieger. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt geht's auf. Wir machen erstmal Loser und dann Winner, würde ich sagen. Ja. Hallo. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. Sie sind einfach besser als wir. Ja. Ganz einfach. Ja. Auf jeder Ebene. Also wir haben schon gemerkt, die waren schon gut, definitiv. Ja, ich dachte halt, dass sie wahrscheinlich Premates mehr sind und halt sehr viel Wingman spielen, vielleicht weniger das normale Matchmaking. Ja. Also die hatten ja auf Shorters, wo wir gegen die ja schon in Shorters gespielt haben, ist ja eigentlich unsere Map gewesen, aber die hatten das richtig viele Lineups, haben uns damit halt richtig weggefetzt. Und auch auf Cobble war das halt sehr close tatsächlich. Da habe ich einfach gepennt und den Call gemacht. Ich flash durch die Smoke durch, weil bei Valorant geht das, da wirst du nicht geflasht. In CS schon. Ah, okay. Haben wir uns full flashed. War ein richtig geiler Call von mir. Ah, scheiße. Und ja, Lake sind wir dann, wo wir die Piste verloren haben. Und dann die Force-Runde nach sind wir ein bisschen Mente gegangen und haben gesagt, ja, fuck, wir müssen das jetzt runterrennen. Irgendwie. Und es hat halt gar nicht mehr das geklappt, was im Halbfinale auf Lake geklappt hat. Da hat man ja gesehen, auf Lake haben wir richtig gut gespielt gegen Tredo. Ja. Und jetzt haben wir richtig reingeschissen, sind Mente gegangen und ja, tatsächlich auch so ein paar Runden, wo ich halt knapp war, wenn ich die gewonnen hätte, wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch dabei. Ist halt dann unlucky, ne? Ja. Aber ihr seid Zweiter geworden, ey, also super solide. Großartiges Game, ey. Zufrieden. Ja, könnte sein. Ja, Rematch gegen Tredo gehabt, gewonnen. Richtig, auch wichtig fürs Ego. Ja, auf jeden Fall sehr gut gespielt. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein an euch. Habt sehr gut, sehr viel Entertainment mitgebracht in dieses Turnier. Und dann hören wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Oder vielleicht natürlich, auch zwischendurch. Immer. Sehr gut. Dann danken wir euch fürs Teilnehmen. Glück, schön, dass ihr weiter Platz gemacht. Tschüssi an die beiden. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Vielen Dank fürs Hosten. Ja. Kein Ding, danke fürs Zeit. War geil, schön organisiert, sehr gute Organisation und alles. Hat sehr Spaß gemacht.
Gerne wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann sagen wir euch ciao, ne? Wir sehen uns und wir sehen das Winners-Interview. Hallo, guten Tag. Hallo und hallo. Servus. Servus. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Bresco Ring Masters 2023. Vielen Dank, danke. Wie fühlt ihr euch so als Gewinner des Turniers? Gut, ich glaube, als Gewinner fühlt man sich nicht schlecht. Aber ja, das kann ich sagen. Ja, dann könnte das hier Filz sein, dass die eine Runde noch verloren hat, da das Dake. Also wir hatten den Leck tatsächlich auch, also wahrscheinlich war das irgendwie, keine Ahnung, Blitz neben dem Server eingeschlagen oder so, was weiß ich. War auch immer. Aber wir hatten auch ein Standbild hier, also von daher denke ich mal, dass Tidui, das Pinkhund da auch ein Standbild hatte. Ja, ihr habt ja im Endeffekt gewonnen, also von daher gar kein Drama da drum. Aber ja, Castle Run, nie irgendwie das anbrennen lassen. Da hätten diese Wingman Premates, die sehr viel Wingman spielen. Ja. Ja, okay. Aber wir haben halt Strats und ja. Vor allem, man konnte halt auch immer wissen, was die anderen machen. Auf Lake darfst du mit der Sniper nicht rausgehen, da verlierst du Runden. Das haben die jetzt nicht gemacht, aber halt ganz viele vorher. Mhm. Okay. Okay. Ich muss sagen, ich kann Lake überhaupt nicht selber spielen. Ich bin, also Lake spiele ich halt nie, weil es dann nur Leute wie euch, die Lake viel zu gut können, und dann macht es keinen Bock Spaß. Wir wollten eigentlich Lake die ganze Zeit baden. Achso. Ja. Ja, das war immer so, ja, wenn es die anderen picken, dann müssen wir es halt spielen, aber wir eigentlich wollen wir es nicht. Mhm. Eigentlich Short Dust. Ja. Ja, Short Dust hat ja auch gut funktioniert. Ja. Mal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an euch. Ja. Danke fürs so lange dabei sein. Ihr habt das erste Match um 1:30 gehabt, jetzt um 9 Uhr immer noch dabei und hochmotiviert. Ja. Habt ihr noch irgendwas zu sagen sonst? Weiter nichts, danke für das Event, war echt cool. Kein Ding. Ja. Bis zum nächsten Jahr, ne? Ja. Bis zum nächsten, Jahr. Alles klar, dann mal herzlichen Glückwunsch, feiert schön irgendwie. Macht euch ein Bier auf oder macht euch ein Bierchen auf, richtig. Ganz klar. Okay. Einen schönen Abend euch noch. Danke euch auch, ciao. 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 Max! Yes! Wir sind durch. Wir sind am Ende. Was ein Turnier. Was ein Tag. Was ein Tag. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Ohne Teilnehmer gibt es einfach kein Turnier. Nein. Das ist einfach nicht möglich. Dann von uns beiden auf jeden Fall vielen Dank da an die Regie. Regie! Jonathan und Colin. Also Jonathan, irgendwie alles, was so anfällt. Colin hat observed. Ohne euch auch nicht. Vielen Dank. Auch an dich, Max. Die beiden Matches alleine zu casten war schon sehr anstrengend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. Und vielen Dank an den Twitch-Chat. Genau, da müssen wir jetzt auch noch durchgehen. Vielen Dank an die gottlos vielen Subs, Alter. Ich habe jetzt 48 Subs. Wenn man das verdoppelt, sind das mehr als ich Follower habe. Wir haben den Hype-Train geknackt. Wir haben den Hype-Train geschafft, richtig. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage auf jeden Fall ciao. Wir sehen uns bestimmt irgendwann, wenn ich streame. Ja, garantiert. Hast du noch was zu sagen, Max? Ich will auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen. Vielen Alles Dank klar. für ein weiteres Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao.